Hallöchen allesamt und einen wunderschönen guten Morgen. Ich stehe schon draußen auf der Terrasse, denn es ist jetzt ein paar Tage, bevor wir in den Urlaub fahren. Und der David und ich haben uns fest vorgenommen, dass wir, bevor wir in den Urlaub fahren, unseren Garten wetterfest und urlaubsfest machen. Der David ist auch hier oben schon fleißig und baut so ein kleines Gartenhäuschen auf. So eine Mini-Gartenlaube, weil wir unseren Rasenmäher und unsere Elektrogeräte irgendwo unterbringen müssen. Die standen nämlich bisher einfach immer unter einer Folie. Und ich habe schon mal angefangen, unsere Pool abzubauen, denn habt ihr mit Sicherheit alle mitbekommen, das Wetter war jetzt nicht so vielversprechend in den letzten Wochen und jetzt sind wir erstmal 2 Wochen weg. Dann sind wir zurück, aber dann ist meine OP. Dann wird das da draußen wahrscheinlich nicht mehr genutzt und dann haben wir gesagt, machen wir lieber jetzt für die Kinder noch ein bisschen so einen kleinen Spielbereich anstatt einen Pool. Wir haben auch noch ein kleines Planschbecken, falls es nach dem Urlaub nochmal heiß sein sollte. Aber das ist unsere Tagesaufgabe für heute und vielleicht könnt ihr es sehen, ich habe hier schon mal einen anderen Outdoor-Teppich hingelegt und ich werde auch unsere Polster nochmal hochholen, weil die letzten 5 Tage vor dem Urlaub soll jetzt hier noch schönes Wetter sein und die wollen wir dann natürlich hier draußen auch genießen. Der David hatte vor ein paar Tagen eine super süße Idee für unsere kleine Lounge-Ecke hier vorne. Ich zeige euch das mal. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen bestellt, damit wir das hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen romantischer machen können. Ich zeige es euch mal. Das hier ist unsere Lounge-Ecke. Wir haben hier oben drüber so ein weißes Sonnensegel und jetzt auch einen hellen Teppich. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange der sauber bleibt, aber er sieht sehr schön aus. Aber hier die Wand ist immer so ein bisschen nackig gewesen und auch hier, wo jetzt das Gartenhäuschen hinkommt, ist der Anblick dann ja nicht so wunderschön. Und der David hatte die Idee, dass wir uns hier oben einfach lauter Lampions und Makramees und lauter so Sachen hinhängen. Und deswegen habe ich jetzt eine so eine große Lampe bestellt. Die ist übrigens aus, weiß gar nicht genau, also Polyethylen, glaube ich, also irgend so ein Plastik. Das sieht aus wie Rattan, ist aber wasserfest, richtig cool. Dann haben wir so ein paar Blumenampeln bestellt und ein paar Lampions. Und das werden wir jetzt dann alles hier aufhängen. Und dann sieht es wahrscheinlich einfach ein bisschen schicker aus. Hier in die Ecke habe ich unsere Palme aus dem Büro gestellt. Die war da nämlich nicht so glücklich, wie man sehen kann. Also die hat ein paar braune Blätter und einen leichten Sonnenbrand gekriegt, weil ich sie mal in die Sonne gestellt habe. Also ich hoffe, dass es der da im Eck jetzt besser gefällt. Ja, und das bleibt jetzt erstmal so. Aber um den Rest hier oben, da kümmere ich mich jetzt. Deswegen, ich muss hier einmal durchklettern, ist der David jetzt einmal auf den Dachboden hoch. Vorsicht, Kinder, weil ich mich da nicht hochtraue. Und holt uns die Koffer nach unten und dann fangen wir schon mal an, die Kindersachen einzupacken. Was immer ganz praktisch ist, das schon so 2, 3 Tage vor dem Urlaub zu machen, damit die Kinder nichts mehr anziehen, was sie in den Urlaub mitnehmen sollen. Ich habe hier auch noch ein bisschen was an Wäsche, was ich eh noch wegfalten muss. Du nimmst dein Smiley mit, also machen wir das jetzt mal. So, also wir haben einen ganz, ganz großen Koffer, einen mittleren Koffer. Den hier werden sich ein Kind und der David teilen und das hier ist meistens meiner. Und dann haben wir noch einen kleinen Koffer, hier schon im Kinderzimmer, den der Samuel scheinbar für sich beansprucht. Also bekommt der Samuel den kleinen Koffer. So, da der Samuel am ungeduldigsten ist, fangen wir gleich mal mit seinem Koffer an. Und ich mache es bei den Kindern tatsächlich immer gerne so, dass ich ganze Outfits packe. Also Oberteil, Hose, Unterhose, Socken, alles was zusammenpasst. Weil dann kann man morgens einfach so in den Stapel greifen. Das können die Kinder dann auch selber machen und sich anziehen. Und genau das werden wir jetzt mal machen. Willkommen.
mal, so sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht jetzt recht viel aus, aber wir sind 2 Wochen unterwegs, nicht vergessen. Also ich habe hier Outfits mit langen Hosen und Outfits mit kurzen Hosen. Und wie man sehen kann, die sind farblich auch relativ neutral. Also man könnte auch durchwechseln. Dann haben wir noch Unterwäsche, Socken und Schlafanzüge. Da habe ich jetzt nur 4 Stück, also 2 lange und 2 kurze. Die kann ich nämlich, wenn es ist, auch irgendwo waschen. Aber das sollte reichen. Nachdem mir der Samuel jetzt gestern so toll geholfen hat, die kleine Matschküche aufzubauen, habe ich jetzt eben mal von unten alle Sachen geholt. Ich habe noch so ein paar Girlanden und Lampions und ein paar schöne Sachen für die Spielküche. Die Kinder haben auch noch eine ganze Kiste mit Küchenspielsachen aus Samuels Zimmer geholt. Und das richten wir jetzt einmal schön ein, damit die Kids damit spielen können. Ich habe hier schon mal 2 aufgebaut, die auch über unserem Lounge-Garnitur hängen. Und hier sind noch kleinere Lampions, welche die leuchten. Ich habe hier noch so Girlanden, dann noch so ein paar Picknick. Sachen für die Kids. Das können sie auch gerne zum Spielen benutzen. Hier sind so Solarlaternen. Hatte ich noch nie, aber die kann man quasi in der Sonne aufladen und dann leuchten sie im Dunkeln. Ein paar Küchenspielsachen. Und hier stehen schon die Rattanmöbel von den Kids und die Matschküche habt ihr ja schon gesehen. Die ist jetzt auch einmal fertig aufgebaut und steht jetzt hier, weil wir hier so einen kleinen Dachvorsprung haben. Dann regnet es da nicht hin, dann kann die da eigentlich stehen bleiben. Kinder spielen schon im Hintergrund. Wie man sehen kann, wir haben alles fertig eingeräumt und fertig dekoriert. Ich zeige es euch aber gleich nochmal. Ich werde jetzt mit den Kids hier noch ein bisschen draußen spielen und das schöne Wetter genießen. Wir machen uns einfach noch einen schönen Nachmittag. Also ich würde ja behaupten, das ist uns mehr als gelungen. Wir haben hier einmal die Elternseite und wenn man dann einmal sich umdreht, dann haben wir hier das Kinderparadies. Das können die Kinder jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage noch richtig gut nutzen. Ich habe hier unsere Lounger noch hingestellt, dass wir da quasi dabei sitzen können und die Kinder uns bekochen können mit der neuen Küche. Ich hatte ja zuerst gedacht, das sei ein bisschen übertrieben, einfach noch für 5 schöne Tage das zu machen. Aber jetzt bin ich richtig happy, wenn ich hier draußen stehe und alles fertig ist. Und ich werde auf jeden Fall heute auch nicht mehr reingehen. Irgendwie so ein bisschen struggle im Moment, etwas zu finden, was ich gerne anziehe, beziehungsweise die Sachen, die ich gerne anziehe, sehen alle gleich aus. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil ich ja die Familie besuchen gehe, dass die dann alle denken, ich habe einfach eine Woche lang jeden Tag dasselbe angezogen. Aber eigentlich kann es mir auch egal sein. Ich dachte nur, bevor ich jetzt einfach irgendwas einpacke, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also ihr seht dieses Video ja am Sonntag und wir fahren am Montag erst in den Urlaub. Vielleicht wollt ihr mir ein bisschen helfen, ne? Deswegen werde ich jetzt fix mal ein paar Looks raussuchen und ein paar Teile raussuchen, wo ich denke, die könnten passen. Und ihr schreibt mir dann unbedingt unten in die Kommentare rein, was ihr mitnehmen würdet und was ihr denkt, dass süß zusammen aussehen könnte. Und dann packe ich das einfach ein und nehme das so mit. Hier hinter mir liegt schon alles hier auf dem Bett verstreut. Ich habe einfach alles aus dem Kleiderschrank rausgerissen, wo ich denke, dass ich es gerne anziehe. Und jetzt gucken wir mal zusammen. Die Qual der Wahl. Ich habe schon eine Sache safe, was ich nämlich mitnehmen möchte an langen Hosen, weil da habe ich so ein paar Favoriten, wo ich weiß, dass die einfach immer gut aussehen. Eine helle Hose, eine helle Jeans, meine Lieblingsjeans, die habt ihr auch schon 800 Mal an mir gesehen, diese hier. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann habe ich noch relativ neu eine, wie nennt man die nochmal, Skinny Jeans. Die habe ich mir selber abgeschnitten, die war nämlich ein bisschen zu lang. Die sitzt leider schon sehr locker. Aber das ist halt dann bequem, ne? Ich zieh die mal an, dann kann ich euch die zeigen. Aber das sind auf jeden Fall schon mal die 3 langen Hosenoptionen, die ich mitnehme. Wo ich aber auch komplett unschlüssig bin, was ich mitnehmen soll, sind Shorts.
Da habe ich keine Idee. Also ich habe eine blaue Jeans-Short, eine schwarze Stoff-Short, eine schwarze Jeans-Short, eine beige Jeans-Short und ich habe einiges an T-Shirts und Tops, was man überall dazu anziehen kann. Aber ich werde nicht vier kurze Hosen mitnehmen. Das finde ich einfach unnötig, aber ich ziehe die jetzt mal alle an. Alle mit demselben Oberteil und gucke, in welcher ich mich am wohlsten fühle. Beziehungsweise, ihr könnt sie auch einfach gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Jeans-Short Nummer 1 wäre jetzt, wenn ich es einfach gegriffen hätte, ohne anzuprobieren, wahrscheinlich meine erste Wahl gewesen, weil es halt eine blaue Short ist. Die passt überall dazu. Ist ein bisschen kurz vielleicht. Also es wird nicht allzu heiß werden im Urlaub. Und die sitzt auch ein bisschen strammi. Also Pizza essen ist mit der nicht unbedingt. Ich gucke mal noch die schwarze an, weil die weiß ich, dass sie ein bisschen lockerer sitzt. Yep. Die sitzt einfach auch von hier oben schon viel schöner und die kann man hochkrempeln, so kurz wie man das möchte. Also ich könnte die jetzt auch einfach zweimal umschlagen oder nur einmal umschlagen, je nachdem wie lange ich sie halt anhaben will oder wie warm oder kalt es draußen ist. Also die finde ich auf jeden Fall schon mal besser als die blaue. Die, glaube ich, passt einfach besser. Ich habe mich für den Urlaub einfach entschieden, bequem mich anzuziehen und Sachen mitzunehmen, die ich untereinander kombinieren kann, weil dann habe ich nicht immer so viel Überschuss dabei. Was das ist, weiß ich nicht so genau. Die hatte ich letzten Sommer. Ich gucke übrigens manchmal so über euch, weil da ist ein riesengroßer Spiegel. Die habe ich mir letzten Sommer gekauft, als ich noch ungefähr eine Kleidergröße oder noch mehr hatte. Nö. Ist jetzt nicht unbedingt so passend. Das sieht auch einfach nicht aus wie eine kurze Hose, sondern wie ein ganz hässlich geschnittenes Röckchen. Also ich glaube, die kann ich sogar ganz aussortieren. Das ist irgendwie gar nicht mehr so mein Fall. Weiß nicht, wie ich die anziehen soll. Nö. Und dann haben wir noch dieses schöne Schätzchen. Die passt halt auch einfach perfekt, ne? Die ist oben genau perfekt. Also da kann man auch noch gut was essen. Sitzt schön locker, ist nicht zu kurz. Also die finde ich auch sehr süß. Die hat so ein bisschen Safari-Vibes. Aber ich glaube, wenn man die mit einem coolen Schuh kombiniert und dann noch eine nette Tasche dazu, dann ist das doch auf jeden Fall ein schöner Sommerurlaubslook. Also ich glaube, ich nehme die einfach auch mal mit. Dann habe ich zwei kurze Hosen. Das sollte reichen, weil ich nicht mehr so das kurze Hosenmädchen bin. Aber den Look finde ich eigentlich ganz niedlich. Ich könnte da noch eine Strickjacke drüber ziehen, wenn es ein bisschen kühler wird. Also das, glaube ich, wird es schon mal. Und ihr könnt ja gerne mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr auch diese zwei ausgewählt hättet. Weil ich jetzt gerade schon hier so die Schuhe genommen habe. Ich habe mir hier drei Paar Schuhe mitgenommen, die ich auf jeden Fall mitnehme, weil ich einfach weiß, dass sie überall dazu passen. Das sind einmal so ein bisschen Sandale mit Absatz, eher was Schickeres. Da zeige ich euch mal gleich ein Outfit, den ich im Kopf hatte. Dann die hier, da fragt ihr auch immer ganz fleißig danach, sind so meine schwarzen, derberen Sandalen. Und meine neueste Errungenschaft, die Granddad-Sandale, aber ich liebe die. Mein Gott, die sind so bequem und die passen einfach überall dazu. Ich habe hier super viele beige Sachen und die passen einfach immer. Und die passen auch, wenn wir mit den Kindern Ausflüge machen und so. Also die nehme ich auf jeden Fall mit. Falls jetzt noch irgendwas dabei wäre, wo ich einen anderen Schuh brauche, vielleicht hole ich noch einen ganz normalen weißen Sneaker oder so mit. Dann packe ich das noch mit ein. Jetzt brauche ich eure Hilfe bei den Kleidern. Da habe ich auch wahnsinnig viele rausgelegt. Ich habe aber keine Ahnung, was ich wirklich mitnehmen möchte. Ich habe mir zum Beispiel ein Kleid bestellt. Das hier, so ein schwarzes, ich ziehe es gleich mal an. Das ist super schön, aber viel zu lang. Und meine Mama ist ja Schneiderin. Deswegen nehme ich es mit und sie wird es mir dann kürzer machen. Also das werde ich auf jeden Fall anziehen. So, das ist es. Das ist so ein bisschen ein rückenfreies Maxi-Kleid. Das hat hier so einen Rückenausschnitt. Ich würde darunter höchstwahrscheinlich einfach gar keinen BH anziehen, dass man das nicht sieht. Oder dann einfach irgendwie ein Bikini-Oberteil, was man nach unten schnüren kann. Bei der Länge bin ich mir noch absolut nicht sicher. Also jetzt gerade ist es bis ganz auf dem Boden. Würde auch gehen. Zum Beispiel mit meiner Sandale hier. So wäre es dann. Also wie man sehen kann, von der Länge würde es gehen, wenn ich diese höheren Schuhe anhabe. Ich überlege nur die ganze Zeit, ob ich es cool fände, wenn das Kleid halt ein bisschen kürzer wäre. Also so. So eine Mischung aus Midi und Maxi bis zu den Knöcheln. Also so ungefähr. Nur ich weiß es einfach gar nicht. Vielleicht schreibt ihr mir mal unten rein, was ihr meint. Also sollen wir es Maxi lassen oder so ungefähr. Noch kürzer, glaube ich, sieht dann nicht mehr so cool aus. Ist ja auch super viel Stoff. Also meine Mama kann es auf jeden Fall kürzer machen, aber ich hätte es halt gerne ungefähr so. Ich glaube, das fände ich ziemlich cool, weil dann sieht man halt auch die Schuhe. Dann ist es nicht so voluminös. So ist zumindest mein Gefühl. Aber ich nehme es auf jeden Fall mal mit, weil das ist halt ein Mega-Kleid für abends einfach drüber zu schmeißen. Also ist auf jeden Fall very cute. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Bei den anderen
bin ich mir noch nicht so sicher. Da haben wir einmal grün, der grüne Laubfrosch, aber das ist einfach ein süßes Kleid, drüber geschmissen. Weiß nicht unbedingt mit schwarzen Schuhen, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe da eigentlich immer helle Schuhe dazu an, wobei das auch geht. Und das kann man halt perfekt anziehen, wenn man irgendwie einen Ausflug macht oder auch, mein Papa hat ja einen Pool, wenn wir einfach zu meinem Dad gehen an den Pool oder so. Also das werde ich auf jeden Fall in den Koffer schmeißen, weil es nimmt keinen Platz weg. Und ein Outfit habe ich noch im Sinn mit einem Kleid, das würde ich euch unbedingt zeigen. Und zwar dieses Kleidchen hier. Das ist so ein ganz normales weißes. So habe ich mir übrigens das schwarze von der Länge vorgestellt. Also ich mag die Länge einfach sehr gerne. Die ist super einfach zu tragen. Mit einer Sandale oder einem hohen Schuh. Hat sogar noch einen kleinen Schlitz hier. Ist ein bisschen durchsichtig. Also die Unterwäsche will bedacht sein. Aber mit so Zitronen, gelben Accessoires. Ich habe auch noch so große. Ich gucke gerade um mich, ob ich es irgendwo habe. Nö. Korallefarbene Ohrringe. Und dann entweder einen beigen Schuh dazu. Oder ich habe unten auch noch so neongrüne Schuhe. Also so ein komplettes Neon-Outfit. Finde ich auch wahnsinnig süß. Ist super einfach angezogen. Ist einfach nur ein Teil. Ist sehr, sehr luftig. Das ist sogar so ein Muslinstoff. Also ist wahnsinnig toll für im Sommer. Und das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ist jetzt nicht das Figurbetonteste, aber im Urlaub, wie gesagt, habe ich es auch gerne bequem und schick. Da muss es nicht immer super sexy und super figurbetont sein. Deswegen ist das auf jeden Fall auch noch ein absolutes Must-Have in meinem Koffer. Und dann habe ich noch so ein Standardkleid, was ich echt einfach schon sau oft anhatte. Dieses hier. Es ist so ein bisschen mehr Herbst irgendwie, aber es passt halt auch einfach immer. Es ist immer irgendwie süß und schick. Keine Ahnung, ob ich das mitnehmen soll. Und dann habe ich noch das hier. Das habe ich letzten Sommer auch schon oft angehabt. Das ist so ein Leinenkleid. Das ist super schwer, aber halt auch sehr atmungsaktiv. Ist auch so ganz gerade geschnitten. Und bei den beiden bin ich mir sehr unschlüssig. Da könnt ihr ja gerne mal unten reinschreiben, was ihr meint. Einmal rein in die etwas groß geratene Jeans. Also ich habe mir die eigentlich erst neu gekauft, aber wie man sehen kann, die ist schon ein bisschen sehr groß geworden, aber ich trage sie jetzt einfach trotzdem noch, weil ich sie wahnsinnig schön finde. Ich liebe die Farbe und den Schnitt. Jetzt geht's an die Wahl der Oberteile. Riesenstruggle, weil die irgendwie alle gleich aussehen und ich nicht weiß, was ich mitnehmen soll. Dieses habe ich euch gerade schon mal gezeigt mit dem Kragen bei den Shorts. Das ist ein Body, den nehme ich auf jeden Fall mit und ich habe denselben auch noch in schwarz. Absolutes Must-Have. Also die kommen auf jeden Fall mit. Dann haben wir einmal schwarz und einmal Creme. Bitte bedenken, wir sind 14 Tage im Urlaub und ich weiß nicht, wann ich zum Waschen komme und ob ich überhaupt waschen will. Aber ich werde keine 14 Oberteile einpacken. Dann habe ich noch zwei Blusenoptionen. Also wir haben einmal die grüne langärmliche Bluse und einmal die weiße Bluse. Die ist so Wickeloptik und hat nur 3/4 Ärmel. Die finde ich beide so niedlich, aber ich habe keine Ahnung, ob ich sie beide brauche. Ihr werdet auch merken, meine Oberteile haben alle dieselbe Farbe. Dieses hier, dieses T-Shirt, ist auch eher eine Bluse. Das habt ihr auch schon 8 Millionen Mal an mir gesehen. Also es ist so ein, ich ziehe es mal an. So sieht das aus. Also es ist auch einfach so eine T-Shirt-Bluse mit einem ganz niedlichen Schnitt. Die passt auch einfach überall dazu, zu der beigen Hose, zu der Jeanshose. Also da kann man nicht wirklich was verkehrt machen. Dann habe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu dem hier noch ein Wickel-T-Shirt. Das hat alles die gleiche Farbe. Deswegen weiß ich einfach nicht, was ich davon lieber haben möchte. Also ich habe dann noch dieses hier. Sehr ähnlich. Also ich glaube, wenn ich zweimal hintereinander meine Oma besuchen würde und die Oberteile anhätte, würde sie mich fragen, ob ich dasselbe anhab. Aber ich glaube, das andere ist vom Schnitt einfach irgendwie süßer, oder? Als das hier, dieses Wickelshirt. Ihr könnt ja mal nochmal unten reinschreiben, ob ihr das oder das mit dem Blümchen nehmen würdet. Dann natürlich nicht zu verachten, ein weißes Wickel-T-Shirt. Das darf auf gar keinen Fall fehlen, weil, wie gesagt, das passt einfach immer und überall dazu. Und das ist mein absolutes Lieblings-T-Shirt. Das habe ich auch immer an, wenn wir irgendwo eingeladen sind, weil ich es einfach schick finde. Das ist süß, da passt jeder Schuh dazu, da passt jede Handtasche dazu. Das sieht nicht aus, als würde man ein ganz normales weißes T-Shirt anhaben. Also das kommt auf jeden Fall mit. Dann auch ein absolutes Must-Have für mich, aber das habe ich selber auf Vinted gekauft. Also das habe ich nicht neu, deswegen kann ich es euch auch nicht verlinken. Ist das hier. Mein Spitzenoberteil, das hat auch so einen Rückenausschnitt, also ist auch geeignet, wenn es ein bisschen wärmer ist. Da passt auch wieder jede Hose dazu. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt mit einer beigen Hose anziehen, sonst ist es so Ton in Ton, aber Jeanshose passt da einfach jede drauf und auch eigentlich jeder Schuh, egal ob hoch oder flach. Das kommt auf jeden Fall auch mit. Dann habe ich noch zwei Standard-Tops und zwar so ein bisschen hochgeschnittene am Hals. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon alle. Also einmal dieses hier, so ein weißes hochgeschnittenes. Ich mag
mag den Ausschnitt ganz gerne, weil es hier so gerade ist. Und dann habe ich so ein ähnliches auch nochmal in Schwarz. Also es ist auch wieder alles gleich. Ihr merkt schon, wenn mir was gefällt, dann habe ich es meistens in zwei Farben, damit es einfach überall dazu passt. Und dann auch noch mega süß habe ich so ein Top, was so ganz, ganz luftig ist. Das finde ich auch ganz hübsch und ist halt sehr, sehr verzeihend. Also wenn man irgendwie irgendwo zum Essen eingeladen ist oder so, das kann man sich auch so legen, wie man möchte. Und ich mache es dann meistens vorne in die Jeans, natürlich in schön. Und dann sieht das so aus. Hat auch einen tollen Rückenausschnitt. Das mag ich auch wahnsinnig gern. Und das ist halt super süß. Das kann man eigentlich immer anziehen, aber man kann es auch abends schick kombinieren mit einer tollen Tasche, ein bisschen Schmuck, einem hohen Schuh dazu. Dann ist es auch elegant. Also so Sachen, die man im Urlaub einfach untereinander kombinieren kann oder tagsüber und abends anziehen kann, wenn man sie ein bisschen anders stylt, finde ich einfach Gold wert. Weil dann hat man nicht so viel Platz im Koffer verschwendet. Dann habe ich mich dazu entschieden, eine Strickjacke und einen Pulli mitzunehmen. Den hier, weil der passt auch perfekt über Kleider und auch zur Jeans. Also wenn es abends ein bisschen kühler ist, kann man den einfach überschmeißen. So ein bisschen so ein Hippie-Pulli mit so weiten Ärmelchen. Den finde ich wahnsinnig süß. Und der ist auch ein bisschen löchrig, also der ist auch luftig genug für im Sommer abends. Den mag ich super gerne. Den packe ich auf jeden Fall auch mit ein. Und dann noch ein Outfit, was auch mit muss. Das ist dieses süße Musselin-Set. Einfach so ein Hemd und eine Hose. Kann man auch wieder das Hemd mit einem anderen Oberteil und die Hose mit einem anderen Oberteil und das Hemd zur Jeans oder so anziehen. Und das ist für mich so das ultimative abends irgendwo zu Freunden gehen Outfit. Da kommt dann noch so eine coole Sandale dazu und dann bin ich perfekt angezogen. Das ist mein Chili-Look für den Urlaub. Aber ich finde das einfach niedlich. Das ist nicht so, ich habe mir keine Mühe gegeben, sondern es ist halt ein Zweiteiler. Der passt super zusammen. Das ist sehr, sehr luftdurchlässig und sieht nett aus. Also das kommt auf jeden Fall auch mit. Ich weiß nicht, ob das genug ist. Ich habe nicht durchgezählt. Ich werde jetzt dann nochmal gucken müssen. Ich bin ein bisschen unschlüssig, ob das reicht und ob ich nicht einfach so aussehe, als hätte ich mich gar nicht umgezogen. Aber ihr könnt ja gerne mal unten reinschreiben, was ihr so mitnehmt in den Urlaub, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube es nicht, aber das ist so das, was ich am liebsten anziehe, deswegen auch im Urlaub. So, und ich werde jetzt mal versuchen, das hier alles ordentlich in meinen Koffer reinzubekommen und auch so ein bisschen nach Outfits zu sortieren. Aber wie ihr gemerkt habt, eigentlich kann man alles untereinander perfekt kombinieren, was mir wahnsinnig wichtig ist, weil ich habe die letzten Jahre einfach immer viel zu viel mitgenommen, was dann untereinander nicht zusammengepasst hat. Und das ist echt eine Katastrophe, wenn man im Urlaub dasteht und dann hat man irgendwie die Hälfte der Sachen im Kleiderschrank, die man eigentlich am liebsten angezogen hätte. Deswegen ist das jetzt meine Auswahl und das packe ich jetzt mal alles ein. Und wenn ihr das Video seht, geht es tatsächlich in ein paar Stunden schon los für uns in den Urlaub.